Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ich bin jetzt mal offscreen kurz zu dieser Mission gelaufen, waren sowieso nur ein paar Schritte und ich glaube, es ist wirklich endlich die Mission, auf die ich so lange gewartet habe. Zumindest sieht es stark danach aus. Ezio, hierher. Ezio, komm her. Ezio, hierher. Es ist Solid Snake. Ezio, komm her. Kiela. Ezio. Leonardo. Ich glaube, der wollte mich überraschen. Dass du hinter dem Einbruch in die Engelsburg steckst. Schön, dich zu sehen, Amigo. Komm her. Verzeih mir. Die Borgia haben meine Dienste angefordert. Nun, sie hätten mich umgebracht, hätte ich abgelehnt. Was wollen sie? Kriegsmaschinen. Ich habe Waffen für die Borgia-Wachen konstruiert und viele andere schreckliche Dinge. Jedes ist ein Meisterwerk, Ezio. Hier, die Namen der Templer, die ihre Konstruktion überwachen. Cesare will sein Heer mit meinen Maschinen ausstatten. Du musst sie demontieren. Grazie. Ich kümmere mich um die Pläne und die Maschinen. Und es kommt noch schlimmer, fürchte ich. Sie haben den Apfel. Ja, ich weiß. Ich gab den Apfel Mario. Es tut mir leid, Ezio. Cesare überließ ihn mir, um ihn zu studieren, zu verstehen. Aber Rodrigo nahm ihn mir ab. Mehr weiß ich nicht. Ich hole ihn bei Zeiten zurück. Leonardo, ich habe alle Erfindungen verloren, die du angefertigt hast. Du hast noch die Pistole. Machen ist leicht. Ich vergesse nie eine Erfindung. Aber du musst mir das Rohmaterial bezahlen. Wirklich? Sie bezahlen dir nichts im Vatikano? Sehr. Sehr wenig. Wenn wir das tun, darf niemand sehen, dass wir uns treffen. Ein Handzeichen. Es zeigt, wo du dich hinsetzen sollst. Setz dich hin. Du stehst neben mir, Junge. So, interagieren. Ach fuck, jetzt habe ich den... Okay, sorry, den Dateneintrag seht ihr nicht. Ja, gerade auf, meine Fenster sind auf. Ich mache sie mal heimlich zu. Sind im neuen Menü, was ich gut beschreiben kann, weil automatische Rauchunterdrückung schaltet mich irgendwie ständig stumm. Da. Ich habe sogar genug Geld, um mir direkt alles zu kaufen. Ich muss in meine Werkstatt zurück. Warte hier. Bin ich hier jetzt 24 Stunden sitzen geblieben? Meinst du das ernst, Leonardo? Jetzt krieg ich doppelt so viele. So. Ey, ich... Ich habe Leos Standort auf der Karte vermerkt, damit du ihn findest, wenn er sich bewegt. Ich war noch nicht fertig, ich wollte das alles haben. Gut. Ist denn der gute alte Leo? Hinten. Um dich mit Ezio zu synchronisieren, musst du Leos Maschinen zerstören. Ich habe die Standorte der Templer markiert, die für den Bau zuständig sind. Ich aktualisiere die Karte, sobald die Maschinen gefunden wurden. Beeinträchtigungen der ansässigen Händler geführt. Wir bekommen jetzt halt die Mission, für die wir, also bei denen wir Leonardos Maschinen zerstören müssen. Aber vorher möchte ich jetzt halt einmal schnell generell nochmal zu Leonardo, weil ihr habt ja gerade gesehen, was wir uns kaufen können. Diesen Kletterhandschuh, mit dem es uns dann endlich ermöglicht ist, gescheit zu klettern. Und Giftpfeile, womit ich dann eventuell sogar mal Gift benutzen würde. Giftpfeile, dazu ist eigentlich nicht viel zu sagen. Ist halt sozusagen Vergiftung auf Distanz. Hat den gleichen Effekt wie normales Gift. Also wie, wie die normale Giftklinge. Nur, dass du halt nicht so nah ran musst. Oh, und man kann es dann natürlich auch unauffälliger schaffen. Dazu muss man allerdings sagen, dass das Unauffällige einen nicht täuschen sollte. Es ist immer noch in etwa genauso auffällig wie die Armbrust. Bedeutet, wenn die Typen, die
Also wenn halt neben dem Typen... Na, ist immer noch genauso auffällig wie die Giftklinge. Typen, die neben dem Typen stehen, auf den du schießt, bemerken in der Regel, dass du ihn vergiftest. Und wenn sie dich dann sehen, greifen sie dich auch an. Nicht direkt vor den Türen der Gotteshäuser von Rom zu betteln. Ein neues Gesetz. Er wird alle töten, es ist nur... So. Vor allem hier ist noch nicht mal das Handzeichen. Ein neues Modell? Mal wieder? Klettersprunghandschuhe. Ja, damit. Warte hier. Ich komme gleich wieder. Damit ist nun nichts mehr außer Reichweite. Und bitte nochmal. Lass mich raten, du brauchst neue Entwürfe. Die Giftpfeiler. Ben, ich bin bald wieder da. Und da sind auch schon alle Items, die er uns verkauft. Ist normalerweise nicht gedacht, dass man zu dieser Zeit im Spiel bereits so viel Geld im Überfluss besitzt. Nur ein kleiner Stich und meine Feinde werden fallen. So. Ich glaube, damit haben wir jetzt... schon das gesamte Waffenrad freigeschaltet. Oder ich weiß nicht, ob da noch irgendwas hinkommt. Nun denn, wo können wir denn als nächstes hin? Oh, wir haben endlich neue Gebiete freigeschaltet. Das ist ja toll. Da gehe ich doch zuerst mal da oben hin. Für die, die sich fragen, warum denn jetzt da oben? Weil, da möchte ich kurz nochmal zurück zur Tiberinsel. Ich möchte nämlich schauen, ob ich mir jetzt auch was Neues kaufen kann. Und naja, da gehe ich dann doch lieber direkt dahin, weil da habe ich alle Geschäfte zusammen, als sie mir jetzt hier zusammen zu suchen. Ja, sag mal, wo will dieser Tunneleingang denn noch versteckt sein? Und weg bin ich. Oh, da stand eine Flagge. Na, dann werde ich vermutlich die Gebiete wieder offscreen kurz aufdecken. Was mache ich hier? Dort geht's raus. So. Ja, ja, ich gebe euch gleich neue Befehle. Ups. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? So, hier kann ich mir jetzt die Schulterteile kaufen. So. Verzeiht, ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Übrigens, ich habe da vorne mir von dem Kunsthändler die, Karte geholt und auch beim Schmied habe ich den Geschäftsauftrag mittlerweile beenden können. Da fehlt mir noch ordentlich was.
Soll ich mal wieder umfärben? Was gefällt uns denn am besten? Komm, ich spiele einfach mal wieder im Standardweiß. Es ist und bleibt einfach das Schickste. Auf Dauer. Und weil ich ein bisschen Bart so bin, biete ich allen eine einmalige Gelegenheit. So. Assassinen aufrüsten mache ich einfach direkt hier vor Ort jetzt kurz. Kann man einfach... Was hier? Kann man es nicht hier einfach mit dem... Nee. Hier irgendwo gab es... Hier vorne. Und ich hier nicht Buchführung machen und die einfach... Ich meine, hallo, ich kann hier sogar einfach mit ihnen reden. Da sehe ich nur die Aufträge, hier sehe ich die Wachen. Hier stehen nebenbei bemerkt alle Assassinen, die gerade nicht irgendwo unterwegs sind. Ich habe mir übrigens ein paar Bilder gekauft. Luft holen. Federkiste. Wasserlenker steht hier hinten. Ach, ich habe keine Ahnung. Vermutlich... Weiß es nicht. Es ist das erste Mal, dass ich mich hier umsehe. Hier gibt es wie gewöhnlich alle unsere Waffen. Konnte ich hier nicht irgendwo einfach... Ich bin mir sicher, es gab hier irgendwo eine Stelle, von wo ich meine Assassinen organisieren konnte. Ah. Anscheinend ja doch nicht. Hier stehen nur die Aufträge. Nein, nein. Jetzt ist schon wieder ein neues Einkommen da. Hm. Dann halt nicht. Oder warte, eine Idee habe ich noch. Lass mich nochmal reingehen. Hab ja sonst nichts Besseres zu tun. Hier wird mir so ein Ding angezeigt. Haben wir hier irgendwo eine zweite Etage? Indirekt hier. Hier bin ich dann allerdings wieder direkt draußen. Ah, aber doch, da hatte ich recht. Da vorne steht er. Ich wusste doch, dass es hier auch so ein Assassin-Dingsbums gibt. Mhm, Level 9, Level 8. Level 8. Okay. Und... Axt. Und Plattenpanzer. Panzer. Panzer. So, der Rest ist noch auf Mission. Aufträge gibt es in Florenz. Nichts, was noch nicht bearbeitet wird. Hier gibt es einen 500er Auftrag. Ein. Und dann nehme ich mir vielleicht... Vielleicht einfach alle auf einen Auftrag schicken und dann für den 7er einen extra Auftrag machen. Ich glaube, so mache ich es mal. Ah. Ja, der ist dann doch noch zu schwer. Wenigstens habe ich jetzt viele ihrer Aufträge. Ich erledige dann mal die, die nicht so viele Punkte geben, einfach damit die mal wegkommen. So. Ups. Ach, jetzt war plötzlich direkt die nächste Mission erfolgreich. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich habe Grafen, Prinzen, kann ich jetzt direkt schon wieder investieren? Heilung. Ja. Komm, investieren wir einfach mal da. Und komm zurück. Aber wohin möchte ich jetzt? An den Arsch der Welt, vorzugsweise da unten. Dann teleportieren wir uns doch erstmal dahin.
So. Maestro. Ist das nicht die... Wenn ich recht habe und das der höchste... Also der höchste Rang ist, dann kann es sein, dass wir jetzt eine Cutscene sehen. Ne, anscheinend nicht. Gut. Hab mich schon wieder verlaufen. Ich schaue jetzt trotzdem noch mal kurz auf dem Dach nach. Sorry, ich weiß, das zieht das Ganze gerade arg in die Länge. Ach komm, ich überlege noch. Will ich jetzt die Mission machen oder will ich einfach das Gebiet klären? Alle Level 9. Okay, jetzt brauche ich irgendeinen Auftrag, der viel der EP gibt. Dann einfach die 3. So. Ira dürfte da eigentlich sogar alleine hin. So, und diesmal bleibt ihr auch da und kommt nicht in 2 Sekunden zurück. Nein, 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 nein. Wo war der Eingang? Achso, da. Einfach in die andere Richtung. Nee. Hä? So. Jetzt nochmal. Wenn ich einfach zur Mission durchwasche, könnte ich es noch schaffen in der Folge. Nehmen wir nehmen wir den Punkt, der ist ziemlich nah dran. Im Inventarmenü ist eine neue Montur freigeschaltet. Was? Wie? Wieso? Warum habe ich den Aussichtspunkt da noch nicht? Soweit ich weiß, war es noch keins von diesen Aquädukten, für die wir die erst alle reparieren mussten. Ist halt später, da gibt's halt in Rom die beschädigten Aquädukte und wenn man die alle repariert hat, kommt man dadurch, glaube ich, zu einer doch recht gut versteckten Schatztruhe. Kann man hier nicht irgendwo hochklettern? Irgendwo? Ich bin mir sicher, man kann hier irgendwo hochklettern. Hier vielleicht? Nope. Ups. Bin gegen mein Mikrofon gestoßen. Ich glaube, das passiert mir häufiger. Ach, da fällt mir ein, ich habe ja jetzt den Kletterhandschuh. Vielleicht kann ich mit dem hier irgendwo was anfangen. Nein. Man kann hier irgendwo hochklettern, da bin ich mir sicher. Steht da vorne vielleicht irgendwo eine Leiter? Ich würde mir zutrauen, sowas einfach zu übersehen. Ja, da hinten ist sogar eine Leiter. Warte mal einen kurzen Moment. Ja, doch. Ach so, man muss erst den Borgia-Turm
Deswegen geht das. Okay. Okay, okay. Eine Schande. Aber kümmere ich mich dann später drum. Andererseits, wir sind jetzt sowieso schon bei über 20 Minuten. Es hat doch sowieso schon jeder ausgeschaltet. Komm. War das ein Luftballon? Nee, ein Blütenblatt. Was denn? Ach, egal. Ich mache das einfach in der nächsten Folge. Tomaten. Oh. Danke, Spiel, dass du mich immer und immer wieder enttäuschst. Gut, wir machen doch noch die Mission. Und ich schieße es auf irgendwelche Passanten, weil ich wütend bin. Mir wurde zwar schon angezeigt, ich hätte die Armbrust ausgerüstet, aber okay. Bitte, Herr. Komm. Es gibt wirklich... Ach, was? Die Söldner in einen Kampf schicken. Ach, jetzt kommt so eine Leonardo-Mission. Ach, nein. Ihr bitte. Ich habe übrigens, zahl den neuerdings nur 75, weil ich habe halt schon so viel. So viele Missionen, also Nebenmissionen bei denen so weit fortgeschritten. Da, euch nochmal. Bitteschön. Ich bekomme einen Becher guten Chianti, wenn ich einem gewissen Herrn deinen Kopf bringe. Klingt fair, nicht? Hey du, komm mal her. Die hat nie eine Chance. So. Jetzt müsste es hier irgendwo... Ist das hier jetzt nicht irgendwo die... Achso. Das war da schon. Okay, dann machen wir in der nächsten Folge die erste Kriegsmaschine. Bis dahin. Tschüssi.